Guten Abend. Heute ist Constanze Beckedorf mein Gast auf dem H1-Sofa. Die parteilose Juristin ist seit März 2016 Sozial- und Sportdezernentin der Stadt Hannover. Und im Juli 2018 übernahm sie dann im Zuge der sogenannten Rathausaffäre auch das Kulturdezernat. Und da liegt ein ganz dicker Brocken auf ihrem Schreibtisch. Die Bewerbung der Stadt Hannover um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025. Hallo, Frau Beckedorf, schön, dass Sie da sind. Sie haben uns auch das Bitbook, um das sich alles dreht, in der Bewerbung mitgebracht. Ein ganz schön gewichtiges Teil, oder? Fast 6 Kilo. Na gut, der sind 5,8, fast 6 Kilo. Ob der Inhalt denn auch so gewichtig ist, darüber werden wir später reden. Am besten reden wir aber erstmal über Sie und Ihre Arbeit. Ich habe schon gesagt, 2 Dezernate, seit 2016, Sport und Soziales, dann das Kulturdezernat dazu. Haben Sie mal so ein paar Zahlen über Mitarbeiter und Etat der beiden Dezernate? Also mein eigentliches Dezernat, das Sozial- und Sportdezernat, hat so ungefähr 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Dezernat Kultur, das Sie ja eben schon genannt haben und das ich seit fast 1,5 Jahren auch noch verantworte, hat so um die 800 Mitarbeitende. Und der Etat ist schon sehr unterschiedlich. Das Sozial- und Sportdezernat hat einen Etat von ungefähr 560 Millionen Euro, die wir dort verwalten und für die wir zuständig sind und die Verantwortung tragen. Wobei man sagen muss, dass der allergrößte Brocken davon, 400 Millionen Euro, allein für soziale Hilfen gedacht ist. Und der Kulturetat hat so ungefähr 58 bis 60 Millionen. Ja, nun merkt man ja schon an den Summen, wie schwergewichtig besonders der Sozialbereich ist. Haben Sie nicht lange überlegt oder gezögert, als es hieß, nun übernehmen Sie mal bitte noch den Kulturbereich? Also ich glaube nicht, dass es da ein hätte zögern und überlegen geben können. Ich bin mal mutig und sage, also um Freiwilligkeit ging es da nicht unbedingt. Da war die Aufgabe, die in dem Moment in dieser besonderen Situation, die wir da im Rathaus hatten, wahrgenommen werden musste. Man hat sie mir übertragen. Man hat mir damit auch ein Stück weit das Vertrauen ausgesprochen, dass man es mir zutraut, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und ich sehe das dann auch als Führungskraft, als Selbstverständlichkeit an, dass man sich da reinstürzt, sich möglichst schnell einarbeitet und die Hammel hochkrempelt und dann in dieser besonderen Situation mit der besonderen Herausforderung der Kulturhauptstadtbewerbung im Besonderen. Wie teilen Sie sich Ihre Zeit so ein? Also wie viel Zeit bleibt für das eine und wie viel für das andere? Also das war schon im letzten Sommer, Sie haben es ja gesagt, dass das im letzten Sommer war, als das Kulturdezernat dazukam. Das war schon eine Herausforderung, auch insbesondere für meinen engsten Mitarbeitendenstab bei mir im Dezernat, uns komplett, was die Zeitplanung angeht, neu aufzustellen. Aber wir haben die Kultur dann einfach mit untergebracht und aber natürlich zugesehen, dass meine anderen Zuständigkeiten für das Soziale und den Sport immer noch ihren Platz finden. Mhm. Aber man darf es, also man kann es ganz deutlich sagen, das ist schon noch mal mehr an Arbeitseinsatz. Ja, natürlich. Ja. Oh, ärgert Sie so ein bisschen, dass manche mal von der Kulturdezernentin sprechen, obwohl Sie so andere Bereiche auch haben, die mindestens genauso wichtig sind? Nein, ich kann das verstehen, weil dieses Thema Kulturhauptstadt, das ist schon sehr prominent im Moment und das ist ja auch mit das Wichtigste und das Dringendste und dass ich damit dann auch sehr identifiziert werde, dafür habe ich schon Verständnis. Ich sehe aber auch gleichzeitig immer zu und die Verbindungen zwischen der Kultur und dem Sozialen und dem Sport sind da, dass ich das auch immer wieder auch deutlich mache. Ein Bereich vom anderen profitiert. Richtig. Lassen Sie ein bisschen ganz persönlich über Sie reden. Wir haben so ein Satzergänzungsspiel hier. Ganz kurze Antworten. Ich lebe gerne in Hannover, weil? Das meine Heimatstadt ist. Mein schönster Platz in Hannover ist? Schon seit Jugendtagen der Marschpark. Mein Lebensmotto lautet? Mut steht am Anfang, Erfolg am Ende. Mein Vorbild ist? Keine bestimmte Person, sondern Menschen, die zu den Werten, die mir persönlich sehr wichtig sind, eine Haltung haben. Als Kind wollte ich was werden? Gerne Lehrerin werden. Mein erstes Geld verdiente ich? Als Nachhilfelehrerin und später in so einem richtig ordentlichen Arbeitsverhältnis in dem großen Lebensmittelmarkt Huma im E-Mail-Zentrum. Da haben Sie das Leben kennengelernt. Ja. Vom täglichen Arbeitsstress erhole ich mich am besten? Am besten bei der Familie, zu Hause und im Garten. Meine wichtigste Eigenschaft ist es? Dass ich manchmal meine Emotionen nicht so ganz im Griff habe. Meine kleine Schwäche ist es?
das sollte eigentlich nicht Eigenschaft, sagen wir mal, meine Ungeduld. Ja. Ich könnte nicht leben ohne? Meine Familie. Ihre Familie? Sie haben zwei erwachsene Kinder und ich habe etwas ganz Besonderes über Sie gelesen. Sie haben 10 Jahre Elternzeit für diese Kinder gemacht. Da muss ich doch mal fragen, war das jetzt mehr ein Opfer und vielleicht auch der Gedanke, ich schränke meine Karriere ein? Oder was hat Sie motiviert, so lange Elternzeit zu machen? Es ist schon sehr lange her. Es war Anfang der 90er Jahre in der Tat. Und damals stand eine große Veränderung für meine Familie an. Meine Tochter war sehr klein, mein Sohn war noch nicht geboren. Und mein damaliger Mann veränderte sich beruflich. Und ich habe das für den Zusammenhalt der Familie damals getan und habe in meiner eigenen Karriere pausiert. Das ist mir schwer gefallen, weil ich schon immer sehr an meinem Job gehangen habe und ihn sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber letztendlich, meine Kinder sagen mir noch heute, Mama, das war eine ganz tolle Zeit, die 10 Jahre, die du zu Hause warst. Und ich habe sie auch sehr sinnvoll ausfüllen können. Würden Sie das anderen jungen Frauen, die so vor dieser schwierigen Entscheidung stehen, Kinder oder Karriere, auch raten aus Ihrer Erfahrung raus? Ich weiß nicht, ob man da einen Ratschlag geben kann. Ich glaube, das muss jeder ganz alleine für sich entscheiden und wissen, was für ihn das richtige Lebensmodell ist. Wie ist das so im Rathaus denn geregelt? Gibt es da Hilfsmöglichkeiten auch für junge Frauen, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen? Ja, viele, auch noch ganz anders, als das damals war. Wobei ich ja auch im öffentlichen Dienst tätig war und mich dann beurlauben lassen konnte, was ein großes Privileg ist. Das gibt es natürlich heute auch noch. Aber bei der Landeshauptstadt tun wir ganz, ganz viel unter der Überschrift auch Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit für Männer und für Frauen. Es geht nämlich dabei nicht nur mit dem Blick immer auf die Frauen und denen die Berufstätigkeit möglich zu machen mit Teilzeitmodellen, Führen in Teilzeit und viele mehr, sondern auch junge Väter zum Beispiel zu animieren, auch in Elternzeit zu gehen. Denn wenn man das als Familienmodell dann im Ganzen betrifft, dann profitieren ja alle wieder davon. Ja. Und im Besonderen ist es auch nicht mehr so, dass wenn wir über Möglichkeiten sprechen im Beruf, Beruf und Familie oder Familie und Beruf zusammenzufinden, dann geht es nicht mehr heute nur, wie es früher war, um Kinderbetreuung, sondern es geht auch immer mehr darum, Familien zu ermöglichen, auch pflegende Angehörige zu sein und das auch mit dem Job in Einklang zu bringen. Und da bietet die Landeshauptstadt sehr, sehr viel. Da ist die Sozialdezernentin richtig im Thema. Frau Beckedorf, Sie haben 10 Jahre Elternzeit, habe ich jetzt erwähnt, aber sagen Sie doch mal ganz kurz, die Stufen Ihrer oder die Schritte Ihrer Karriere, Ihres Lebenslaufes bis zur heutigen Position? Ja, ich habe Ende der 80er Jahre mein zweites Staatsexamen gemacht, nachdem ich in Passau studiert habe, Jura studiert habe, dort mein erstes Staatsexamen gemacht, mein zweites dann wieder in Niedersachsen. Ich bin wieder in die Heimat zurückgekehrt, in Lüneburg. Da habe ich dann auch Ende der 80er Jahre meine erste Stelle aufgenommen oder meine erste Arbeit angetreten im Rechtsamt der Stadt Lüneburg als Justiziarin damals, auch schon für die Bereiche Soziales und Jugendamt zuständig. Dann bin ich von dort aus in diese lange Familienpause gegangen, bin wieder zurück an meinen alten Arbeitsplatz. Und dort war ich bis Mai 2006. Dann habe ich mich wieder an Hannover noch näher herangepirscht und bin in der Wedemark gelandet als erste Gemeinderätin, also zweite Frau im Rathaus der Gemeinde Wedemark. Das habe ich 10 Jahre gemacht, bevor ich dann, wie Sie es schon sagten, im Frühjahr 2016 zur Landeshauptstadt gekommen bin. Ja, und als Sie kamen, da ging ja nicht gleich, aber in absehbarer Zeit drauf die sogenannte Rathausaffäre, langsam aber sicher immer turbulenter los. Erst betraf sie ihren Kollegen Herke, dann weitete sich aus. Schließlich ist, wie wir alle wissen, der Oberbürgermeister zurückgetreten. Wie ist das denn, wenn man in leitender Position im Rathaus tätig ist? Wie viel Nerven braucht man denn da, um da seinen Job zu machen? Wie sehr belastet einen das, wenn das Rathaus dauernd in den Schlagzeilen ist? Also ich glaube, das hat alle Mitarbeitenden des Rathauses schon sehr berührt, was wir teilweise über uns auch lesen mussten. Und ja, das kann man, glaube ich, unumwunden sagen, dass das keine einfache Zeit war. Aber auch das gehört dann insbesondere auch zu einer Führungskraft dazu, auch gerade auch in der eigenen Zuständigkeit, im eigenen Bereich, auch für eine gewisse ruhige Situation immer weiter zu sorgen und auch nach wie vor so das entsprechende Vertrauen weiterzugeben und zu haben, auch wenn es eine belastende Situation ist. Aber das muss man dann eben auch mit bewältigen. Naja, am 10. November ist diese Zeit zumindest zu Ende, dass Sie keinen Chef oben haben. Der Kulturdezernent ist eine weiterhin offene Frage. Was erwarten Sie denn von dem Mann, der am 10. November, wir wissen es ja noch nicht, wer schafft,
Was erwarten Sie denn von dem, der neuer Verwaltungschef wird? Wir wissen auf jeden Fall, dass es ein Mann wird, das ist richtig. Das stimmt, ja. Genau, und die Auswahl ist auch nicht mehr so ganz groß. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass das jemand ist, der uns ganz klare Ziele steckt oder wir uns gemeinsam Ziele stecken und sie gemeinsam entwickeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn der neue Oberbürgermeister auch sehr im Team mit uns, insbesondere Dezernentinnen und Dezernenten, arbeitete, wenn er uns entsprechende Freiräume gäbe als Mitarbeitenden, auch eigene Ideen, eigene Visionen einbringen und gemeinsam sie dann entwickeln zu können. Dass er, wenn es Streit gibt, durchaus die Entscheidung trifft, wie es dann zu gehen hat, weil ich schon bei aller Kooperation, die man natürlich immer gerne haben möchte und die man anstrebt, doch immer mal wieder die Situation sich ergibt, liegt in der Natur der Sache, dass einer entscheiden muss und dass er das dann auch tatsächlich tut. Ja. Na, ich hoffe, er sieht die Sendung, dann weiß er schon, was ihn erwartet. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, durch die Rathausaffäre ist ein großer Hänger sozusagen eingetreten bei der Bewerbung um die Kulturhauptstadt. Das war eine große Verantwortung. Sie haben schon gesagt, dass Sie da eingestiegen sind. Jetzt steht das Team, Sie mit Inga Sami, Melanie Potzki, Oetz Westhoff. Wenn Sie jetzt die vier betrachten, wie ist Ihre Rolle denn in diesem Quartett, wenn es jetzt um die Bewerbung der Kulturhauptstadt geht? Ja, das ist tatsächlich das ganz enge Kernteam. So ein paar mehr gehören noch drumherum. Aber das sind so die Hauptakteurinnen und Akteure, die Sie genannt haben, richtig. Die drei, Oetz Westhoff, Inga Sami und Melanie Potzki, das sind diejenigen, die es schmieden, das Ganze, das Künstlerische, die Ideen. Und sie beziehen mich glücklicherweise mit ein und wir entscheiden dann gemeinsam, ist es gut und dann wird es umgesetzt. Und vor allen Dingen ist meine Aufgabe in dem Team, diesem Team auch den nötigen Freiraum geben zu können und den nötigen Rückhalt geben zu können, damit sie überhaupt so kreativ arbeiten können. Ja, man hat den ersten großen Auftritt ja erlebt, das war im März, da ging es um das Motto der ganzen Kampagne. Vielleicht gucken wir es uns erst mal an und sprechen dann über das Motto. Wir haben mal einen kleinen Einspieler vorbereitet. Gerne. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland steht vor dem Austritt aus der Europäischen Union. Die Deutschen haben im Referendum für einen Dexit gestimmt. Wir werden alles dafür tun, dass niemand auf der Straße leben muss. Wir werden keine Rücksicht nehmen. Wir werden nicht unterscheiden zwischen Pass und Hautfarbe. Wir werden unseren Kindern zuhören. Wir werden ständig im Dialog sein. Wir werden da sein. Wir werden bereit sein. Hier, jetzt, alle. Dankeschön. Hier, jetzt, alle für Europa, lautet der Appell, der sich an die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und ganz Europas richtet und mit dem sich Hannover als Kulturhauptstadt der anderen Art positioniert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Hannover absolut gute Chancen hat, in dem Bewerberfeld tatsächlich auch weiterzukommen. Und ich glaube, durch diese Präsentation heute hier und durch unsere Leitidee hier jetzt alle, haben wir das auch nochmal bewiesen. In diesem Sinne, hier, jetzt, alle für Europa. Hier jetzt alle für Europa. Vor dem Hintergrund, was wir da in Großbritannien sehen, ist das natürlich das Motto, was auf dem Punkt ist. Den Dexit, den Beschworenen, wird es sicher nicht geben. Aber mal vorab, bevor wir über das Motto reden, wie groß sind Ihre Sorgen denn um Europa zurzeit? Ja, Sie haben ja schon gesagt, also insbesondere der Blick nach Großbritannien macht einem Sorge, aber nicht nur das. Auch wenn Sie sich in den anderen europäischen Staaten umschauen und auch in unserem eigenen Land, also wir tragen uns ja alle so mit den ähnlichen oder sogar denselben Problemen herum, wenn es darum geht, dass die Gesellschaften auseinanderfallen, der Rechtspopulismus, der erstarkt, die Furcht vor Islamisierung und vielem mehr, dann kann ich nur sagen,
ja, die Furcht ist groß. Und vor allen Dingen, wenn ich dann noch über Europa hinausschaue, wenn ich mir die USA anschaue, wenn ich mir Russland anschaue, wenn ich mir China ansehe, dann sage ich, dass wir nur als ein wirklich geeintes Europa eine Chance haben, nicht zum Spielball dieser genannten Weltmächte zu werden. Und ja, deshalb die Sorge ist groß, dass da etwas passieren könnte, was insgesamt nicht gut ist. Sie heben sich ja eigentlich sehr ab von anderen Bewerbungen, indem Sie Europa so in den Mittelpunkt stellen. Jetzt mal so ein bisschen provokativ gefragt, warum braucht Europa eigentlich Hannover dafür, um weiter bestehen zu können? Also erstmal ist ja sowieso dieses Projekt Kulturhauptstadt Europa, also es trägt ja sowieso den europäischen Gedanken in sich. Ja, und Sie sprechen da einen Punkt an, der Hannovers Bewerbung auch ganz besonders macht, weil wir einen ganz neuen Ansatz gewählt haben. Wir sagen durchaus recht selbstbewusst, was für uns Hannoveranerinnen und Hannoveraner ja nicht immer so selbstverständlich ist, dass wir sagen, Hannover ist eine sehr starke Stadt. Und Hannover möchte gerne daran mittun, an dem Zusammenhalt Europas mitzuarbeiten und möchte deshalb Europa nach Hannover einladen, um sich hier gemeinsam auf die Werte Europas, die uns alle miteinander verbinden, die gemeinsame Geschichte zu besinnen und an guten Beispielen, die wir in Hannover haben, das gemeinsam zu diskutieren und ein bisschen von hier aus dann wieder aufzubauen und den Zusammenhalt zu stärken. Das wird eine spannende Geschichte. Und Sie haben ja auch ordentlich Schularbeiten gemacht seit der Präsentation des Mottos, was wir gesehen haben. Sie haben uns das Bitbook mitgebracht. Mhm. Bevor wir über die Inhalte reden, wollen wir auch die Präsentation des Bitbooks noch mal in einem kleinen Auszug sehen. Ja? Wir wollen heute ein bisschen den Vorhang lüften, der aber nicht so drapiert bleiben wird. Wir wollen nicht einfach eine zusammengebundene PR-Broschüre abgeben und bei der Jury einreichen. Nein, wir wollen kein gewöhnliches Bewerbungsbuch haben. Dieses Bitbook ist ein Roman. Wir haben einen Hannover-Roman geschrieben. Wir sind total glücklich, dass wir einen Schriftsteller aus Hannover gewonnen haben, der diesen Roman für uns geschrieben hat. Es ist Juan Escuse. Große Worte, viel Getue. Aber warum das so provinzielle, das vermeintlich gesichtslose Hannover? Hannover sagt dir nichts. Hannover hat nichts. Nicht mal ein Dialekt haben wir hier, lacht ein Hannoveraner. Darüber gibt es sogar ein Lied. Ich fühle mich so lala hier in Hannover. Ich habe Sticks and Stones, the salt sands, the cold clings to our bones. Ich darf das Bitbook mal anfassen, ja? Erstmal die Frage, aus welchem Material ist das überhaupt? Ein ganz besonderes Papier, wie überhaupt alles an dem Buch. Sebastian Peetz hat es ja in der Präsentation im Detail erzählt, ganz, ganz besonders ist. Ein ganz besonders ökologisches Papier, das wir auch eingeführt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, aber ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, glaube ich, kommt es aus Schweden. Genau. Ich gebe es Ihnen mal. Danke. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen drin blättern und uns mal so ein paar Schwerpunkte verraten. Wir haben schon gehört, es ist ein Roman. Wer sind die Hauptpersonen in dem Roman? Leibniz und Schwitters. Ja, die berühmtesten Hannoveraner. Richtig. Ja. Und auch schon das Äußere ist ein Nachempfinden des Schwittersbau, des Märzbaus von Schwitter, besser gesagt, den man ja auch im Sprengelmuseum sehen kann. Daran ist das angelehnt. Und ich könnte jetzt wirklich zu jedem bisschen, nein, ich könnte es nicht, Sebastian Peetz kann es perfekt, zu jedem Detail dieses Buchs, das ja ein wirklich richtig künstlerisches Stück und ein künstlerisches Werk auch ist, ein Kunstwerk ist, erzählen über die Kunst des Buchbindens ganz bewusst, wenn man ganz genau drauf schaut, mit zwei unterschiedlichen Fäden, die in unterschiedlicher Farbe sind. Es ist wirklich jedes kleine Detail ganz durchdacht und ganz, ganz, ganz liebevoll gemacht. Aber bleiben wir bei den Inhalten. Was sind so die Schwerpunkte der Inhalte? Also einer unserer zentralen Gedanken ist ja die Agora.
Die Agora als Versammlungsort aus der griechischen Antike. Kannst du das gleich erklären für die Zuschauer, die das Wort Agora noch nie gehört haben? Genau, deshalb sage ich also Versammlungsort in der griechischen Antike, an der Ort, an dem das Volk zusammenkam und politische Themen miteinander ausdiskutiert hat. Das ist für uns auch ein ganz zentraler Gedanke. Wir möchten gerne Hannover zu einer ganz großen Agora machen und auch ganz, ganz viele kleine Agoren über die Stadt verteilen während des Kulturhauptstadtjahres. Und an diesen Plätzen, an diesen Orten, das kann unter freiem Himmel sein, das kann in Gebäuden sein, das kann auf Bühnen sein, an unterschiedlichsten Orten in ganz Hannover. Darf ich mal zwischenfragen, haben Sie schon Orte im Sinn? Also, dass Sie sagen, am Raschplatz, anderen am Raschplatz, obwohl ein Märzbau hin, wie ich gehört habe. Aber wo soll so die zentrale Agora entstehen? Also es gibt natürlich schon Ideen, insbesondere für die Zentrale, ja, für die Hauptagora, für das Zentrum sozusagen. Aber das ist im Entstehen und das ist nicht geeinigt und das ist nicht beschlossen. Deshalb sehen Sie es mir bitte nach, dass ich das hier nicht benenne. So, und dann haben wir in der Tat ja auch bei der Präsentation, die wir eben schon in dem kleinen Einspieler gesehen haben, unsere zentralen Themen vorgestellt. Ich will das nur beispielhaft nennen. Ganz kurz. Das Stichwort Cityring zum Beispiel. Damals Herr Hillebrecht, Wunder von Hannover, die Autostadt Hannover. Da sagen wir, wir trauen uns mal, uns in Friedrichswald anzugucken und ihn zum Experimentierort zu machen und zu sagen, Mobilität im 21. Jahrhundert braucht vielleicht andere Anforderungen und was können wir denn da eventuell mal ausprobieren? Wie auch immer das dann konkret aussehen wird. Wir sind UNESCO City of Music. Wir wollen der Musik auch einen großen Stellenwert geben innerhalb der Bewerbung. Musik ist eine internationale Sprache. Da versteht man sich ohne Worte. Und dann sagen wir, Musik als Friedensprojekt ist auch ein großes Thema innerhalb der Bewerbung. Wir haben in Hannover das Haus der Religionen. Wir haben ein sehr überregional auch wahrgenommenen und für Hannover etwas ja ganz besonders Seiendes, nämlich den interreligiösen Dialog und sehr, sehr viele interreligiöse Arbeit bei uns in Hannover. Und das möchten wir beispielsweise auch zum Thema machen. Das IME-Zentrum. Damals mit viel Grün, das ist ein Thema, Grün in der Stadt und auch damit zu experimentieren, aber auch mit dem IME-Zentrum, so wie es sich heute darstellt, damals Anfang der 70er Jahre, ganz innovative Architektur, heute ist es so, wie wir es kennen und durchaus auch eine Herausforderung und da würden wir gerne im IME-Zentrum nochmal auch Architektur neu denken und auch diesen Klotz nochmal ganz neu beleben. Das hört sich ja sehr interessant an. Hannover denkt an Europa. Aber machen das die anderen Städte auch? Ich weiß nicht, wenn ich die anderen Bewerbungen blicke, die sind doch eigentlich ganz anders geartet. Was unterscheidet Hannovers Bewerbung von denen anderer Städte? Hannover hat tatsächlich die gesamte Entwicklung des Themas Kulturhauptstadt noch mal ganz neu aufgesetzt. Wenn Sie sich so ein bisschen die Geschichte anschauen von Kulturhauptstädten, schauen wir beispielsweise mal nach Marseille. Marseille war in einer Zeit Kulturhauptstadt, in der man sehr in Steine investiert hat. Also in Marseille ist sehr viel bauliche Infrastruktur entstanden und die Stadt hat sich komplett verändert und hat auch eine komplett andere Atmosphäre bekommen. Dann wurde das Thema Kulturhauptstadt eher zu einer Wertedebatte. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise nach Plovdiv wenden, Plovdiv ist im Moment Kulturhauptstadt. Dort hat man im Zusammenleben in der Stadt durchaus große Herausforderungen zu bewältigen mit einem großen Roma-Slum mitten in der Stadt. Und mit der Kulturhauptstadt, mit dem Thema Kulturhauptstadt versucht man dieses Thema, diese Problematik, diese Herausforderung fürs Zusammenleben in der Stadt zu lösen und damit für die Stadt auch zu profitieren. Wir sagen ganz selbstbewusst, nicht unbedingt selbstverständlich für Hannoveranerinnen und Hannoveraner, Hannover ist eine starke Stadt. Wir möchten uns auch entwickeln, aber wir sagen, wir sind an vielen Stellen schon so vorbildlich mit dem, wie wir zusammenleben, mit dem, was wir hier in Hannover tun und auch zu bieten haben zum Thema zusammenzuleben, dass wir sagen, wir laden Europa ein, damit hier in Hannover Europa neu diskutiert wird und sich am Vorbild Hannovers
daran auch ein Stück weit orientiert wird. Und damit ist das ein völlig neuer Ansatz. Und das wird ganz spannend. Wer möchte, kann es auch im Internet der Stadt Hannover nachlesen. Ja. www.kulturhauptstadthannover.de. Ja. Wir blenden die Internetadresse nochmal ein. Aber was ich gerne mal wissen wollte, in dieser Internetdarstellung habe ich auch gelesen, eine Vision. Jedes Gebäude trägt einen Banner mit dem Motto, die NordLB hat eine Fahne ausgehängt. In jedem Schaufenster steht das Motto, hier jetzt alle, aber davon sehe ich eigentlich nichts in der Stadt. Und wenn ich so mit meinem Button irgendwo hinkomme, werde ich auch manchmal noch gefragt. Also was heißt das denn? Wie wollen Sie das Motto denn jetzt so richtig unter die Leute bringen, so richtig volkstümlich machen? Genau, im Moment ist es schon auch noch ein wenig dem Bewerbungsprozess geschuldet und ist ganz normal, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht, die sich mit Kulturhauptstadt und Kulturhauptstadtbewerbungen auskennen, die sagen, es ist erstmal ein Aus und Auf und Ab. Und dann muss man sich ja auch überlegen, bis zum Kulturhauptstadtjahr sind es noch fast 6 Jahre oder sagen wir mal 5. 2025 wird es so sein. Und wenn wir in die zweite Runde der Bewerbung kommen werden, dann werden alle auch sehen, dann wird das Kulturhauptstadtjahr selber kreiert werden, dann wird es sehr konkret werden und dann werden wir auch immer sichtbarer in unserer Stadt werden. Und auch schon jetzt, wenn Sie mit aufmerksamen Augen durch die Stadt gehen, im Fahrgastfernsehen, am Bahnhof, sehen Sie schon, wird es schon immer deutlicher. Und hier jetzt alle, da kann jeder alle. Hannoveraner mit leben. Am besten alle 11.000 Stadtmitarbeiter kriegen so einen Button, oder? Das ist eine sehr gute Idee. Ich nehme das mal mit, in der Tat. Ja. Nein, das war jetzt scherzhaft gemeint, aber es ist viel Arbeit investiert, aber es ist auch viel Geld investiert. Was kostet die Kulturhauptstadtbewerbung so roundabout? Wir gehen von einem operativen Budget in Höhe von ungefähr 80 Millionen Euro aus. 80 Millionen Euro. Das ist ein Wort. Es hat viel Streit gegeben im Vorfeld, weil sich andere Kulturbereiche benachteiligt gefühlt haben. Haben sich die Wogen geglättet? Sind alle so, dass sie mitmarschieren, jetzt auch die anderen Kulturschaffenden? Ja, doch. Also das gehört zum Kulturhauptstadtprozess auch dazu. Es gibt so einen Spruch, der hängt auch bei uns in den Büros. Kulturhauptstadt muss wehtun. Das gehörte auch dazu, das ist richtig. Wir haben um das Budget gerungen, aber wir haben einen politischen Beschluss entsprechend herbeigeführt. Und ich glaube, das ist auch eine gute Basis, mit der wir gut arbeiten können. Frau Beckerdorf, Sie haben es eben schon gesagt, wir müssen erst mal in die nächste Runde kommen. Der entscheidende Tag ist der 12. Dezember. Dann entscheidet die Jury, ob es weitergeht. Was ist denn nun bei dieser großen Arbeit, diesen Ideen, dem vielen Geld, was schon geflossen ist, wenn wir es nicht schaffen in die nächste Runde, ist dann alles für die Katz? Nein, es ist nicht für die Katz. Also erstmal ist es schwer, sich im Moment vorzustellen, dass wir nicht weiterkommen. Ja, wir drücken ja auch alle die Daumen. Ja, danke. Den Gedanken, den mag man irgendwie kaum zulassen. Und da wir uns im Moment sehr, sehr intensiv auf die Präsentation, die wir als Stadt Hannover am 10.12. in Berlin haben werden, vorbereiten, blenden wir diesen Gedanken, dass es nicht weitergehen könnte, auch gerne durchaus mal aus. Das dürfen wir aber nicht tun, denn es soll und es wird nicht für die Katz sein. Ein zentraler Baustein und eine Voraussetzung auch, um überhaupt den Titel zu gewinnen, ist die langfristige Kulturstrategie. Das ist auch eine der eigentlichen Ideen, die hinter der Kulturhauptstadt-Idee steht. Nicht das Jahr der Kulturhauptstadt ein Feuerwerk nach dem nächsten zünden und dann verpufft alles, sondern eine langfristige Strategie und Kulturentwicklungsstrategie für die Kultur und die Kulturarbeit und das Kulturprofil der jeweiligen Kulturhauptstadt tatsächlich zugrunde zu legen. Und das ist auch genau das, was dann, glaube ich, auch bleiben wird. Ja. Ja. Sie erwähnten jetzt die zweite Präsentation. Was gibt es da Neues? Das Bitbook ist fertig. Was setzen Sie noch oben drauf für die nächste Präsentation jetzt? Naja, das Bitbook haben wir abgegeben. Damit beschäftigt sich jetzt auch schon die international besetzte Jury, arbeitet sich da sicherlich ein. Und dann in Berlin müssen alle Bewerberstädte ihr Bitbook noch einmal auch präsentieren, ihre Stadt auch präsentieren. Und müssen sich den Fragen der Jury stellen. Den Fragen der Jury, praktische Art der Umsetzung, der Finanzierung oder so. Genau. Nachfragen zum Bitbook. Das hört sich spannend an, dass über das Bitbook auch viel in die Kulturszene Hannovers fließt. Aber Sie arbeiten ja parallel auch an einem sogenannten Kulturentwicklungsplan. Was ist das eigentlich und wie steht das in Zusammenhang mit dem Bitbook? Der Kulturentwicklungsplan, der CAP, wie wir ihn abkürzen, das ist tatsächlich die langfristige Kulturentwicklungsstrategie für Hannover. Und
Der Kulturentwicklungsplan muss spätestens dann vorliegen, wenn wir in die nächste Runde gekommen sind und das zweite Bitbook abgeben müssen. Im Moment brauchen wir sie noch nicht. Aber die Kulturentwicklungsstrategie, diese ist aber eine unabdingbare Voraussetzung überhaupt für den Titelgewinn. Und beides, das Bitbook und die Kulturentwicklungsstrategie, müssen sich natürlich ergänzen. Die laufen zwar bei uns im Haus organisiert in zwei Teams und ein bisschen parallel miteinander, nebeneinander her, aber sie sind ganz, ganz eng auch thematisch miteinander verzahnt. Also auf jeden Fall eine ganz große Bereicherung für Hannovers Kulturszene und unser Kulturleben. Jetzt, wie ist denn Ihre Vision? Wir gewinnen den Titel Kulturhauptstadt 2025. Mhm. Was würde es für Hannover bedeuten? Wir setzen das ja immer so in so eine Reihe. Hannover als Messestadt, Hannover als Expostadt und dann Hannover als Kulturhauptstadt. Es ist einfach, es ist ein Stadtentwicklungsprojekt. Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz große Bereicherung nochmal wieder für die Entwicklung unserer Stadt. Und wenn Sie hören und sich nochmal vergegenwärtigen, wie damals die Entscheidung zustande gekommen ist zur Expo, da gab es so, so viele Gegenstimmen und die Abstimmung war so knapp. Und wenn Sie heute fragen, dann hört sich das immer so an, als hätten alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner damals dafür gestimmt. Ja. Und knapp, ja. Genau. Und so viele sagen, ja, wenn wir wenn wir die Expo nicht gehabt hätten, dann hätten wir dies und jenes nicht. Und ich glaube, genau solch eine Chance liegt auch in dem Titel Kulturhauptstadt für Hannover. Na, wir drücken alle mal die Daumen, aber zum Abschluss noch mal so eine visionäre Abschlussfrage. Eine Fee schwebt durch den Raum und sagt, du, Constanze Beckedorf, hast jetzt drei Wünsche frei. Was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ich auf Zeit Einfluss nehmen kann. Ich würde sie gerne vermehren. Was würde ich mir noch wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ich gesund bleibe. Und der dritte Wunsch ist, dass ich nämlich noch, ich lebe sehr gerne und ich liebe sehr gerne mit meiner Familie, dass ich das noch sehr, sehr lange tun kann. Dann sage ich mal, alle guten Wünsche. Für Ihre Wünsche. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir drücken alle am 12. Dezember den Daumen, verspreche ich Ihnen. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.